Hallöchen, Freunde der Sonne, Peter Pistole hier mit der zweiten Folge zu All the Mod 6 in der neuesten Version für 1.16.3. Und wie ich versprochen habe, geht's heute mit den ersten Tools weiter. Ich habe hier schon mal eine kleine Kiste aufgestellt, mein Zeug verpackt und die ersten Öfen gebaut und so weiter. Das Bett steht jetzt oben und habe mich insofern ein wenig vorbereitet, als dass ich hier schon mal nach den Silent Gear Sachen gesucht habe und die ersten Sachen links abgespeichert habe, die ich bauen möchte. Das tut man übrigens, indem man einfach hier im JEI nach etwas sucht. Und wenn man drüber hovert, drückt man das den Buchstaben A und dann geht das hier auf die linke Seite und man kann sich einfach das, was man bauen wollte, schnell suchen, ohne dass man dann immer noch mal danach suchen muss im JEI. Das ist ziemlich praktisch. Was wir brauchen, sind diese Template Boards als allererstes und die kann man nur machen mit dem Dagger. Und der Dagger, da hatte ich schon nachgeguckt, den müssen wir uns bauen mit einem Stick und einem Stück Metall. Im besten Fall. Und das haben wir auch schon. Und das machen wir jetzt. Ich hoffe, das klappt auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Natürlich nicht. Warum nicht? Tja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Wie kann ich denn ohne das Template den Dagger kriegen? Weil das haut ja hier irgendwie nicht hin. Ach so, normales Eisen geht nicht. Das wird das Problem sein, ne? Haha. Das ist das Problem. Okay, verstehe. Wir brauchen also irgendwas. Emerald. Haha, ich habe doch ein Emerald. Sprache? Schwierig. Auch nicht. Verdammt. Tja, das war die Idee. Aber wenn das nicht geht, dann habe ich ein Problem. Schade eigentlich. Vor allen Dingen wird es hier angezeigt. Gear Crafting. Aber es geht nicht. So, bla 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 bli bla blu, da steht eine Menge, aber es steht nicht da, wie man sich den craftet. Blöd. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns Vanilla-Tools zu holen und erstmal Dinge zu farmen, damit wir Blueprints kriegen. Geht nicht anders. Gut, dann weiß ich aber, was ich als erstes mache. Ich werde nämlich mal das Sugarcane anbauen, weil ich wäre schön blöd, wenn ich das nicht tun würde. Und dann müssen wir uns einfach mal in die Minen begeben. So, Sugarcane ist angebaut. Und jetzt brauchen wir Lapis. Und zwar Flodikowski, weil ohne Lapis geht sonst nicht. Na gut, ich crafte mir noch ein paar Torches zurecht, also ein paar Fackeln und bereite mir noch ein bisschen Essen vor und dann sehen wir uns gleich. Ich dachte, ich bringe euch mal zurück, weil ich was gefunden habe. Diamonds! Ja, ich habe einen Tunnel nach unten gegraben und das auf relativ schnelle Weise. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber mit dem FTB Utility könnt ihr, bei mir ist es das kleine Pfeilchen neben der Shift-Taste drücken, sonst guckt einfach in euren Controls nach und dann könnt ihr wie ich ja schon gezeigt habe, so ein Gewitter, einen großen Batzen an Zeug weghauen. Und wenn ihr dazu noch Shift gedrückt haltet und dann euer Mausrad dreht, links oben in der Ecke könnt ihr es sehen, könnt ihr aussuchen, was für ein Shape, also entweder Shapeless oder ein Escape Tunnel, das würde einen Tunnel nach oben bedeuten, Mining Tunnel, Tunnel nach unten und so weiter. Gibt es verschiedene Formen. Und da habe ich praktischerweise mir einen Tunnel nach unten gegraben, relativ schnell und farme die ersten Diamanten. Yes, baby! Korrekt. Oh, und auch noch gleich viele. Cool. Ja, das freut mich. Was auch immer das für Kristalle sind, wir werden es nie erfahren. Redstone, perfekt. Oh, richtig viele Diamanten. Ja, ich weiß, ich habe kein Fortune, aber ist nicht mehr an dieser Stelle egal. Wir werden noch ganz viele Diamanten in diesem Modpack haben. Wette ich. Und ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt, nicht Magnetic als Fähigkeit zu haben, dass die ganzen Sachen automatisch in mein Inventar kommen. Total seltsam. Dadurch, dass ich jetzt so lange in dem anderen
in einer anderen Singleplayer-World damit gespielt habe, bin ich jetzt völlig überfordert. Ja, vielleicht mache ich jetzt hier aus dieser kleinen Mining-Tour einfach einen kleinen Zeitraffer draus. Und wenn wir soweit sind und ich zum Beispiel Lapis gefunden habe, dann geht's hier weiter. So, und nachdem ich dann in der Mine war und keinen Lapis gefunden habe, fiel mir auf, Blumen. Blumen geben noch blaue Farbe. Und deswegen werde ich mich jetzt kurzerhand meines Inventars entledigen. Was haben wir denn alles Schickes gefunden? Oh, wir haben 8 Diamanten, wir haben ein bisschen Redstone, wir haben, keine Ahnung, Arcane Ore, was auch immer das ist. Ein bisschen Lead, eine Menge Steine natürlich, Aluminium. Das Eisen können wir auf jeden Fall sofort schmelzen. Wir haben ein bisschen Gold, das ist super. Sehr gut sogar. Apropos schmelzen, dann werden wir das gleich mal tun. 3. Naja, 4 dürften reichen. Und eine Menge anderes Zeug. Zeug. Tin, die weiß ich auch noch nicht. Elemental Craft, ich bin sehr gespannt, was die Mod zu bieten hat. Wer weiß. Wir haben noch ein bisschen Brot, das dürfte erstmal reichen für unsere Zwecke. Ja, eine Eisenrüstung würde mir sehr helfen, dann wäre ich beruhigt, dass ich nicht mehr sofort von jedem Mob instant gekillt werde. Das würde mich sehr freuen. Wir haben ein bisschen mehr Sugarcane inzwischen. Das werde ich gleich nochmal mit anpflanzen, würde ich sagen, damit wir ein bisschen mehr als nur die 5 Dinger haben. So und so, weil wir brauchen eine Menge Papier. Und da wir kein Bone Meal haben, werden wir einfach warten müssen, bis es wächst. Oh, was haben wir denn da? Ach nee, das ist Flax. Ah, Silent Gear Flax. Was gibt denn Flax? Flax gibt doch bestimmt String. String ist natürlich praktisch. Ich höre ein Skelett irgendwo. Und ein Zombie. Was soll's? Hier zum Beispiel schwarzer Farbstoff. Easy. Gibt nämlich die Petals und mit einem Mortal und Pestle, also sprich mit einem Stößel. Mörser, Stößel, Dings, Gedöns. Hätten wir schwarze Farbe. Toll. Weil schwarz ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Aber gucken wir doch einfach mal hier ein bisschen weiter. Oh. Wie ist denn jetzt irgendwie hier mal einen Waypoint machen? Fällt mir dabei auf. Damit ich auch wieder nach Hause finde. So, wie geht das denn? Gucken wir doch mal in den Optionen nach. Vielleicht gibt es ja sowas wie Waypoint. Nee. Map? Ja, die Chunks Map, aber sonst gibt's keine Map? Bäh? Echt nicht mehr? Warum nicht? Warum gibt's hier in der neuen Version keine Map mehr? Das gibt's ja gar nicht. Dann gucken wir doch mal kurz durch. Weil es dürfte ja interessant sein. Hier, die Chunks-Map, das ist natürlich super, weil Chunks-Laden ist auch so eine Sache, die werde ich dann, wenn es soweit ist, glaube ich, nochmal erklären. Die man natürlich braucht. Okay, hier, das ist das Death Inventory. Das ist natürlich praktisch zu wissen. Building Gadgets, ja. Crafting Tweaks brauchen wir nicht. Crash Utilities. Dank Storage ist mit dabei. Ah, guck an. Iron Jetpacks. Haben wir noch nicht. Ja. Aha. Was für eine Lip? F1? Okay, das testen wir gleich mal. Mining Gadget haben wir nicht. Brauchen wir noch nicht. Refined Storage. Oh, apropos Refined Storage. Das ist eines der ersten Ziele, die wir haben und brauchen. Nämlich ein Refined Storage System. Das wäre super. Aber da geht es ja jetzt noch nicht drum. Es geht um Waypoints, verdammte Axt. Und Waypoints finde ich nicht. Keine Waypoints. Holla die Waldfee. Okay. Ja, dann nicht, ne? Was ist F1? F1 ist ja ausblenden. Sehr seltsam. Okay, dann müssen wir...
Huch, ein Enderman. Dann müssen wir uns schlicht und ergreifend merken, wo wir sind. Aber was ist denn das für eine Map, die wir da oben haben in der Ecke? Können ich hier... Oh, oh, oh. Ah, die FTB, also die Feed the Beast Map hat tatsächlich einen Waypoint. Na, das ist doch super. Home. Und da ist Home. Oh, oh. Das ist aber hässlich. Okay, egal. Wir haben einen Waypoint für zu Hause, das ist schon mal gut. Und jetzt blaue Farbe, bitte. Da ist blaue Farbe. In dem Moment, wo ich sage, zack, gucke ich auf welche. Cool, sehr coole Sache. Und auch gar nicht so wenig. Danke. Und 11 Stück. 11 ist super. Ich glaube, 11 wird für die ersten Blueprints, die wir brauchen, easy reichen. Ich kann hier noch ein bisschen rumlaufen. Noch ein bisschen Gegend erkunden kann ja nicht schaden. Was diese Leuchtedinger hier sollen. Hallo. Sugarcane da hinten. Super. Brauchen wir. Was ist das hier? Cornflower, die ist doch bestimmt auch blau, oder? Gibst du blaue Farbe? Yes, baby. Noch mehr blaue Farbe. Sehr gut. Also, mehr kann man nicht verlangen. Mehr kann man fürs Early Game nicht verlangen. Blaue Farbe, Omas. Wenn ich jetzt noch irgendwas hätte, womit ich Sugarcane schneller craften könnte, dann wäre ich glücklich, weil Papier wird das Bottleneck sozusagen sein. An Papier wird es scheitern. Leider, leider. Oh, hier ist schon mal ein bisschen was. Coole Sache. Was sind das für schicke Bäume? Hallo? Oh, ich sollte mal was essen. Ups. Ich wundere mich schon, warum ich so langsam bin. Kein Wunder. Okay. Ebony. Oh, Hallöchen. Du bist ja schicki. Okay, ich glaube, ich will mehr davon. Ups. Gleich mal kaputt gegangen. Wie viele habe ich denn? 46. Wie sieht der aus? Schwarz. Wow. Das ist cool. Und das auch gleich um die Ecke von zu Hause sozusagen. Ja, dann ist das ein guter Place, um sein Zuhause zu eröffnen. Vielleicht nicht unbedingt direkt im Dorf, aber hier so. Der Berg. Der coole Wald. Das Dorf in der Nähe. Nicht schlecht. Vielleicht hat man es im Zeitraffer gesehen, war ich ja kurz bei einem Spawner bei uns in der Mine. Der erste Zombie-Spawner, die wir mit Silk Touch im Übrigen sowieso abbauen können, aber Silk Touch ist halt noch ein bisschen weit weg. Aber immerhin ist da ein Spawner, das heißt, die ersten XP und so weiter dürften kein Problem werden. Was haben wir hier noch so? Schafe auf jeden Fall. Ja, jetzt brauche ich euch nicht mehr, ihr Schafe. Ihr kleinen Tierchen. Oh, da hinten ist noch Sugarcane. Das werden wir uns mal holen. Wer bist du denn? Hallo? Ein Sylph. Hallo? Machst du irgendwas? Kann ich dich hauen? Ich kann dich hauen. Es tut mir leid. Puff. Oh, shit, es wird Nacht. Oh, oh. Oh, oh. Okay, schnell einsammeln und schnell nach Hause. Oh, oh, ich bin Nacht. Verdammt, ich habe vergessen, dass es Nacht werden kann. Blaue Farbe. Nein, ich wollte gar keine Torch platzieren. Schnell nach Hause. Meh. Das Schaf hatte auch schon Angst, ja. So ähnlich wie ich. Oh, oh. Oh, oh. Lauf, Pistole. Oh Gott, warum nicht so langsam? Was war denn da? Oh. Immer wenn man es eilig hat. Ich höre den ersten Zombie. Und lauf zum Dorf. Ist natürlich total schlau, ne? Ich mach mal hell. Unterwegs. Auch wenn es Fackelverschwendung ist. Oh, ich habe. Da ist schon wieder so ein lustiges Tier, was ich nicht kenne. Warum ist da hinten so ein Strahl? Sehr interessant. Sehr interessant. Ist das vielleicht unser erster. Ah, das könnte unser erster Tod gewesen sein, da wo unsere Leiche noch liegt. Okay, auf jeden Fall sind wir zu Hause.
Hoch, 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 ab ins Bett. Okay. Unterwegs habe ich wohl irgendwo ein Ei aufgesammelt. So, ist das Eisen denn hier schon durch? Das ist doch eine schöne Sache. Also es ist noch nicht ganz durch, aber wir werden uns mal die erste Rüstung machen. Hose. Ups. So. Und Helm habe ich schon. Ja. Schüchchen. Wunderbar. Das Advancement dafür gekriegt. Coole Sache. Sehr viel besser. Okay. Erstmal ein bisschen Rüstung am Start. Sehr cool. Okay. Sugarcane ist noch nicht gewachsen, aber wir haben ja ein bisschen was. Und ich würde mir wirklich sehr, sehr gern schon mal die ersten wie heißen sie denn? Blueprints machen. Okay, dafür ist aber klar, dass ich diese ganzen Sachen hier nicht mehr brauchen werde, sondern wir gucken mal nach Silent Gear und suchen uns jetzt die Sachen, die wir wirklich haben wollen, nämlich auf jeden Fall schon mal den Tool Rod, ist klar. Also A drücken und zack, ist es auf der linken Seite. Die Pickaxe, den Hammer. Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer, sehr gut. Und weil wir jetzt auch schon Diamanten gefunden haben, das Sturdy Repair Kit, das will ich auf jeden Fall haben. Haben wir jetzt noch genug Eisen? Ich hoffe. Sturdy Repair Kit, wo ist es hin? Da ist es hin. Okay, das sind die Sachen, die wir haben wollen. Und dafür brauchen wir 3 Blueprint Paper. Easy. Oh, wir kriegen 4. Ach so, 4 für 4. Ah, okay. Also wir brauchen nicht so viel Farbstoff. Schade, ich dachte, wir brauchen nicht so viel Papier. Ja, Mist. Wie viel haben wir denn? Naja, 21 ist cool. Wir haben 20. Ja, super. Wir haben Pickaxe. Wir haben zu wenig Holz für Sticks. dann nehmen wir doch mal ein bisschen was für Sticks. Vielen Dank, dürfte reichen. Tool Rod. Super Sache. Hammer. Oh, und wir haben noch 9 übrig. Korrekte Mengen. Ja, dann mache ich mir auch erstmal die Axt. Perfekt. Sehr schön. Ja, dann cool. Dann können wir jetzt schon mal. Achso, das Repair Kit. Wir brauchen ein Iron Tool Rod. Kein Problem. Und einen Diamanten. Easy. Easy going. Oh, super. Okay. Nee. Tool Rod machen wir so. So? Was? Warum gibt's hier... Wie? Gibt's keinen... Das ist ja mies. Die haben vergessen. Die Grafik... Oh, schade. Naja, ihr seid selber schuld. Das heißt... Was? What? Nein. Ach so, muss ich die machen. Na toll, dann habe ich jetzt schön Eisen verschwendet. Yes, das Repair Kit. Super. Okay, aber naja, nee, stimmt, habe ich nicht verschwendet, weil ich kann sie noch für unsere Pickaxe benutzen. Weil ich stehe auf die Fähigkeit. Man kann es vielleicht sehen, Magnetic 3, ich stehe da total auf, wenn die Items gleich ins Inventar poppen. Oh, ich habe sogar ein Sapling von dem Baum. Was da nicht alles ist. Sehr spannend. Okay, Pickaxe. Dann könnte ich doch eigentlich gleich mir eine schöne Dia-Pickaxe machen. Oder den Hammer. Der Hammer wäre natürlich auch cool. Weil damit könnte ich natürlich erheblich viel mehr meinen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Turret. Und dann hätte ich... Ja, die wäre schon cool. Es wird die Diamond Pickaxe. Auf jeden Fall die Diamond Pickaxe. So, okay. Die haben wir schon mal. Vielleicht reicht es ja für den Hammer. Reicht für den Hammer? Nein. Mist. Okay.
What? Oh, der ist heftig. Oh, den will ich auch haben. Warum steht hier nicht mehr, wie viel Durability er hat? Steht das hier? Durability. Steht keine Durability. Ich habe vergessen, die richtige Taste zu drücken. Okay. Der hat viel Durability. Ich glaube, wir machen uns einen Hammer. Yes, baby! Sehr cool. Sehr cool. Dann haben wir nicht mehr so viel Materialien übrig. Egal, wir werden uns mal das Repair-Kit mit einer Menge Steine füllen. Mit einer Menge Stein. Oh nein, das muss man ja immer so auffüllen. Super nervig. Kann man das nicht anders machen? Ich glaube nicht. Na egal. Hauptsache, es ist aufgefüllt, weil wenn es aufgefüllt ist, können wir unsere Tools easy reparieren. Und da wir jetzt schon richtig gute Tools haben, ich meine, hallo, ist Diamant, sind wir bald in der Lage, auch im Nether Quartz zu farmen. Quartz brauchen wir auf jeden Fall, auch für unser ganzes Zeug, was wir für Refined Storage brauchen. Und Refined Storage plus Early-Game-Energie ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Und Backpack brauchen wir auch. Ach, was wir nicht alles brauchen. Moment, gucken wir doch gleich mal nach. Backpack. Gibt's überhaupt ein Backpack? Oh ja. Ja. Dafür brauchen wir, glaube ich, String. Ja, und Leder. Haben wir beides nicht. Und wir hätten die Wolle scheren müssen. Denn wir wissen ja, wo die Schafe sind. Easy. Gut, aber das Ziel ist erreicht. Ich habe, wie versprochen, die Tools, die ich haben wollte. Ach, demonstrieren muss ich sie noch. Bevor ich Tschüss sage, demonstrieren wir schnell nochmal, wie cool das mit dem Hammer ist. Hallöchen. Bums. Yeah. Und er ist super fast. Yes. Yes, so wird das meinen Spaß machen. Yay. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So stelle ich mir das Early Game vor. Und kaum Durability verbraucht. Und nur, damit man es mal demonstriert. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Hallo, wie oft muss ich das machen? Repariert er sich nicht? Hä? Repair Efficiency 40%. Verstehe. Okay, das heißt, der ist bei 2084. Immer noch bei 2084. Ich muss anderes Material da reinmachen. Okay, also mit Stein repariere ich das Ganze nicht. Mist. Dann hätte ich ihn vielleicht mal nicht mit Stein vollfüllen sollen, ne? Vielleicht muss ich mir noch ein anderes Kit an den Start bringen. Egal, für diese Folge wird es das gewesen sein. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, weil es hilft mir wirklich weiter. Es würde mich auch sehr, 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 sehr freuen. Ballert die Kommentarsektion zu mit dem, was ihr über das Playthrough zu sagen habt oder Verbesserungsvorschläge oder was auch immer. Lasst euch aus. Und ich sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.